Hallihallo und willkommen zurück zur neuen Folge von The Forest. Hallo! Gut. Das war jetzt voll der geile Anfang, Alter. Ich mache einen Anfang und dann kommt gleich so ein Vogel auf meine Hand geflogen, so. Was begrüßt. Oh. Gut, also ich brauche jetzt erstmal Water. Ich hole erstmal Water. Also mal zur jetzt, ich glaube, wir haben schon 4 Folgen. Das ist jetzt die 5. Das ist eine neue Aufnahme-Session. Das ist jetzt ein Zeitl her, dass wir die ersten 4 Folgen aufgenommen haben. Und jetzt haben wir ein Problem, zumindest ich, nicht er, weil... Oh, das ist verkehrt. Inventory. Mein Inventar ist weg. Ja. Ja. Weil wir gehen ganz stark davon aus, dass The Forest das lokal speichert. Und wenn natürlich jetzt jemand den PC wechselt, dann... Entschuldigung. Muss auch mal wieder... Geht es natürlich nicht mit. Ich hing ein bisschen hinterher. Mich wundert, dass das lokal gespeichert ist irgendwie. Weil eigentlich Steam speichert ja alles in der Cloud. Ja, nicht alles. Also manche Spiele sind wirklich lokal. Das gleiche Problem hatte ich bei Planet Coaster. Der Spielstand weg gewesen. Also zumindest die Hälfte aber bloß. Ein bisschen hat es irgendwie in der Cloud gespeichert. Und dann irgendwie einmal hat... Oh, das muss ich mitnehmen. Einmal hat es anscheinend... Ist denn das Wasser drin? Oh, ich brauche... Ich schaffe es nicht, Wasser da rein in den Topf reinzutun. Das ging doch mit C oder sowas. Ach komm. Ich brauche einen Topf, ich brauche alles neu, Alter. Hier, ich bin doch unter Wasser, tu Wasser rein, verflixt der jetzt. Ein Seil brauche ich, weißt du, wo Seil war? Irgendwo, wir müssen in diesem Dorf, das ist hier, da irgendwo an das Dorf hier, glaube ich, ist in die Richtung hier, da wo ich schaue. Da oben, waren wir da oben schon mal, war da was? Ich glaube, da ist da nichts, ne? Da war nichts mehr, ne? Ah, jetzt! Also das Wasser nachfüllen in The Forest, das können sie noch verbessern. Ja, aber es ist ja schon Vollversion. Ich weiß nicht, kommt da noch so oft Updates raus? Ich weiß es nicht. Ja, sag ja nur. Hast du einen Timer gestellt? Mal nur kurz... Ach so, ja gut, dass du sagst, ne? Jo, weil... Jetzt wollte ich was aufheben und dann kletter ich wieder runter, ey. Mann, ey. So, dann stelle ich jetzt noch ganz schnell auf 18 Minuten einfach mal oder so. Ist hier noch irgendwas? Machen wir mal. Machen wir mal 16 Minuten, weil wir labern wahrscheinlich eh zu viel zu lang. Gut, So. Hallo. Schwimmen nach oben. Ja, was gibt's Neues? Ich habe einen neuen PC, ich muss den ein bisschen einrichten und... Was? Das ist, ja, was so Neues gibt. Dachte mir mal, sag ich mal Bescheid. Ich habe jetzt einen neuen PC. Komplett neu eingerichtet. Und daher kann mal ein bisschen sein, dass... bisschen Speicherplätze, wie gesagt, auch wie bei The Forest, weg sind. Das Gute ist, der Host ist Skuldur. Und daher ist zum Bauen alles noch da. Nur mein Inventar ist weg. Also mein Charakter war halt weg. Ich musste auch, bin neu abgestürzt und so weiter, etc., etc. Ja. Das ist wenigstens ein Gutes. So ein bisschen Glück im Unglück. Fuck, ich verduschte gleich. Hey, geil. Bitte koch halt schnell ab. Und gleich trinken, wenn es fertig ist. Ja. Glück gehabt. Alter, bei mir ist alles schwarz-weiß. Fuck, Alter. Leben ist nicht mehr vorhanden. Ich hol mir gleich noch mal was. Also wir brauchen es unbedingt immer eine Schildkröte. Am besten gleich 5 oder so. Aber ich merke schon, auf Hard sind keine Schildkröten mehr so leicht zu finden. Ja, allgemein. Es ist Hard ist echt härter. Wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte das gedacht? Nee, das ist wirklich, also, wir sind ja gleich in der ersten Folge, glaube ich, 2-mal gestorben, ne? Oder 3-mal oder 4-mal oder. 3-mal oder? Ja, ich glaube, ich habe schon gar nicht mehr mitgezählt. Ja, du halt Wasser rein. Also, ich laufe jetzt mal ein bisschen rum und schau mal, ob ich irgendwie Seil und den ganzen Scheißdreck finde. Einen Topf vielleicht. Topfeuer an der Küste entlang, links. Also wenn du von unserem Haus runterschaust, links da entlang. Hier ist nichts. Da war so mit Topf und Zelt und so. Alter, wieso funktioniert das denn auf einmal gar nicht mehr, das mit dem Wasser nachholen? Das nervt gerade richtig. Bin ich gerade so doof, ey? Das gibt's doch nicht. Ich könnte dir die Frage beantworten, mache ich aber nicht. Nee, ich kenne die Antwort. Es geht nicht. Jetzt haben wir mal ein paar Steine, hier liegen überall so kleine Steine. Realistisch wäre es ja einfach, wenn ich eh schon unter Wasser bin, das einfach dann voll ist, das Ding. Nein! Boah, diese Ausnahme. In der Folge mache ich jetzt also nichts anderes, als zu versuchen, dass ich ein bisschen Wasser in den Topf reingekommen. Sehr schön.
Dann weißt du schon, was dein Thumbnail ist, und zwar der Topf Wasser. Ja, das mach ich echt. Ich glaub, ich mach mal Alter, das... Schwer. Ich hau jetzt gleich auf die Tastatur drauf. Nein, hör auf. Ausrüsten. So, nochmal ausrüsten. Surprise, hier Wasser, komm jetzt, Tor dran. Surprise, Motherfucker. Versuch ich mal am anderen Ufer, vielleicht geht's dir mal irgendwie besser. Also magst du es jetzt mal am anderen Ufer probieren? Ja. Bist du jetzt einer? Mhm. Ja. Am anderen Ufer. Oh, es regnet. Vielleicht bin ich lange im Quart, ja? Boah, was ist denn da jetzt los? Verflixt, ey. Ach, dann nehme ich den blöden Fisch damit. Fisch, komm her. Oh, ich bin jetzt an unserem alten Platz. Ah, okay. Wo wir... In unserer alten, in der Staffel 1, wo wir gewohnt haben. Da kommen Erinnerungen hoch. Ja. Aber hier ist ein Topf, das ist schon mal gut. Und ein Speicherort, ich speichere schnell, damit ich schon mal ein bisschen Charakter gespeichert habe. So. Fisch gesammelt. Oh, da ist ein Hase. Hase? Hase? Dann war hier doch... Ah, oh, hier sind blaue Beeren, das ist schon mal gut. Ah, das ist weg. Ein paar blaue Beeren futtern, weil blaue Beeren stillen den Hunger leicht und den Durst gleichzeitig. Und füllen die Ausdauer auf. Puh, so ein Hasen, das ist halt schon hart. Genau, das ist jetzt das Segelboot und da war Seil, ne? Da gab's auch ein Seil. Ich denke schon, ja. Gut, dann gehe ich da schnell hin und dann habe ich eigentlich alles. Dann kann ich mir vielleicht mal wieder einen Bogen craften und dann ist eh schon wieder alles supidupi. Ja. Eventuell halt vielleicht nochmal Koffer aufmachen und ein bisschen Stoff holen. Als hättest du es gerade gewusst, habe ich gerade eben gemacht. Genau, wo du es gesagt hast, habe ich einen Koffer aufgemacht. Perfekt. Gut, es wird schon wieder dunkel. Ja, ich macht aber nichts, weil ich kann, glaube ich, beim Boot schlafen. Okay, können wir denn schon schlafen? Oh ja, ich glaube, wir könnten sogar in der Nacht einmal schlafen. Schon mal etwas. Ich öffne noch ein paar Koffer. Gut, ach, ich weiß nicht. Also, man kommt gar nicht so richtig zum Bauen, weil irgendwie Hunger und Durst ist halt schon ein Problem jetzt. Ja, ist schon hart, aber... Also Essen geht jetzt einigermaßen bei uns. Aber ich habe noch halt ein bisschen was rumhängen. Ja, wir müssen halt erstmal so eine Grundversorgung einrichten. Ja, und ich glaube, es wäre keine blöde Idee, vielleicht jetzt schon mal einen Garten anzulegen mit irgendwelchen Beeren oder so. Ja, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber ich habe und wirklich Samen so einen Bärenbeutel. Boah, Alter, jetzt wird's richtig dunkel. Scheiße. Ich hoffe, aber ich glaube, für diesen Bärenbeutel braucht man wieder Hasenfell. Ja, der Hase ist halt immer ein bisschen das Problem. Das war schon genau. In unserer ersten Staffel das Problem. Beutel. Das sind halt, nee, okay, was? Sogar Refe? Ich sehe einfach gerade gar nichts. Nee. Ist einfach nur schwarz hier. Okay, okay, okay. Beutel, ja, da braucht man wirklich, wenn ich das jetzt richtig lese, zwei Hasen. Ja. Man braucht sich den ganzen Scheiß ja nicht nochmal anzuschauen. Das habt ihr ja schon alles in der ersten Staffel gesehen und in der ersten Folge. Okay, das ist neu. Das habe ich selber noch nicht gesehen. Das habe ich. Hey, lol. Weißt du noch aus der ersten Staffel die Keycard? Keycard, ja. Mit der wir die Story gemacht haben. Ja. Wegen dem Tor und so. Auf dem Schiff, das haben wir. Ist mir noch nie so aufgefallen. Wenn du geradeaus weitergehst, ist ja... Hä? Nee. Das eine Zimmer, ne? Wo das eine Bett drin war und die Leiche auf dem Bett. Ja. Das ist jetzt zu, da kommst du nur rein mit einer Keycard. Okay. Jupp. Ach, und das Essen jetzt ist mit dem Lagerfeuer verschwunden. Ja, herzlichen Glückwunsch, danke. Achso, warte, ich wollte noch schnell das Seil holen, das war oben. Aber wie schnell kriegt man denn da wieder Durst? Das ist ja der Wahnsinn. Das ist heftig, ja, das ist halt, ne, hart. Hallo, ich habe gerade so einen ganzen Topf gesoffen, jetzt habe ich wieder Durst.
Na gut, bist du bereit zum Pennen? Ja, bin ich. Warte, ich speichere noch einmal. Und gute jetzt Idee, ich spreche auch nochmal. Genau, schlafen. Perfekt. Es ist perfekt, dass man nicht beim gleichen Bett sein muss. Oh, jetzt bekomme ich Errungenschaften. Gab es die früher auch schon? Das ist voll unlogisch. Ja, früher, also die gibt es ein bisschen länger. Ja, aber warum habe ich die dann letztens noch nicht bekommen? Ja, das ist natürlich jetzt, keine Ahnung. Weil das ist ganz sicher nicht lokal gespeichert, Errungenschaften. Da bin ich mir fast sicher. Auf, zurück zum Strand und dann erstmal ein Bogen craften. Was ist denn das hier? Ja, wieso kann ich das denn jetzt nicht sofort essen, das Zeug? Ist es noch nicht fertig? Ich habe eine Schildkröte! Oh, geil. Es tut mir so leid, Schildkröte, aber du bist so selten. Ich muss dich einfach mitnehmen. So. Ach. So. Federn sind wichtig. Ich schau mal kurz wegen am Beet. Wegen Beet? Oder wegen Bett? Beet. Fürs Essen. Ein Garten. Wo möchtest du denn hinhaben? Hast du irgendwelche Vorstellungen? Nee, das kannst du mal du entscheiden, komm. Dass du auch mal was entscheidest hier. Wie waren Pfeiler eigentlich? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaub, Stick und Feder irgendwie sowas. Ein Stick und zwei, drei Federn. Irgend sowas. Ich mach mir jetzt erstmal ein Reparaturwerkzeug. Oh, nee. Nein, ich hol mir jetzt kein Wasser. Das hat. Ich mach jetzt erstmal keine Stick. Und Federn. Drei. Ne, ich würde das Beet vielleicht ein bisschen weg von uns. Ja, so. Möchtest du einfach ein großes Beet haben oder möchtest du ein, ich sag mal, essbares Beet und ein Kräuterbeet haben? Oder ist es am Anfang erstmal wurscht? Also, nee, ich mag das schon ein bisschen getrennt haben, oder? Magst du getrennt haben? Ja. Ich hab's schon schreien hören. Ich mag eigentlich jetzt schon wieder zu dir, ich hab Angst alleine. Wo bist du? Oder komm doch her. Also ich fühle mich jetzt wieder eigentlich so genug ausgerüstet. Ich laufe am Strand entlang, vielleicht finde ich eine zweite Schildkröte. Jo. Aber ich glaube, du kannst eh nur ein Ding mitnehmen. Stimmt, ja. Da war was. Ah, dann renne ich wieder oben lang. Vielleicht finde ich ja, ich überlege halt gerade, was wir so in Zukunft jetzt noch bauen wollen. Wo ich jetzt dann das Beet, ob das unten passt oder. Achso, gehen uns schon die Ideen aus. Achso, ja, dann, das war Staffel 2. Danke fürs Zuschauen und. Oh, diese Ausdauer, Alter, ich verhungere gleich. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, also, wenn wir jetzt eigentlich jetzt diese ganzen Lagerhäuser, sag ich mal, nebeneinander. Dann noch die Mauer außenrum. Ja, die ja, also, ich würde es halt jetzt nicht zu weit weg machen, das Beet. Wie weit bist du denn weg? Ich bin gerade bei unserem alten Lagerplatz wieder. Gut, dann warte ich einfach mal, bis ich da was anfange. Ruhe ich mal deine Meinung an. Meine Meinung ist doch nichts wert. Na gut, das hast du jetzt auch gesagt. Weil ich schätze natürlich deine Meinung. Ach, plötzlich. Ne? Nehmen wir auf, dann plötzlich. Psst, psst, psst. Und sonst immer, wenn wir privat spielen, weißt du, so ohne Aufnehmen und so, weißt du, jetzt komm mit, das machen wir jetzt so. Aber ich finde es, nein, wir machen das so. Er lügt. Stellt mich jetzt nur so schlecht dar. Ja, ja. Ja, meine Zuschauer kennen mich. Die können mich richtig gut einschätzen. Die wissen, dass ich nicht so drauf bin. Ich glaube, ich kenne dich schon länger. Gut, das stimmt. Moment. Was war das für ein Geräusch? Welches Geräusch? Ich dachte, da waren Schweine, aber da waren es nur Eingeborene. Was liegt da? Ist das. Achso, das ist nur ein Ast. Ein Baumstamm. Ich bin zu Hause! Genau. Hallo. Schau mal.
Alles klar, jetzt habe ich das auch gehört. Ja. Genau, was sagst du dazu? Die zwei Beta da unten hin oder möchtest du die lieber bis weiter nach oben? Also eher so auf der Höhe hier oder? Ich dachte eigentlich fast so ein bisschen so, weil hier haben wir jetzt unser kleines Häuslein, hier haben wir einen Lagereingang von hinten. Da könnte man eigentlich die Beete hier so hin machen am Ende, so dass das schon mal die Mitte so ein bisschen ist, das Zentrum. Ja. Und ich hätte halt gedacht, diese Lagerhäuser gehen hier eher so runter, oder? Hier so, so. Ja. Wenn wir da noch irgendwas hinbauen sollten. Also ich dachte, irgendwie quer einfällt, irgendwo einfach mal bauen. So ein bisschen wie so ein Dorf, das haben wir ja gesagt, ne? Am Anfang. Ja. So irgendwo hin immer ein bisschen. Gut. Dann tue ich jetzt das Beet einfach gleich. Ne, ich habe halt Angst, irgendwie, wenn sie uns angreifen, nicht, dass dann. Ja. Wenn sie unser Haus angreifen, dass unser Beet auch gleich drauf geht. Ich erstmal so eine Forelle, wenn dir das nichts ausmacht. Ey. Jo. Roher Fisch. Rohes Fleisch, rohes Fleisch, rohes. Hallo? Ach, da steht sogar drauf, wie viel Kalorien das ganze Zeug hat, ne? Ja. Rohes Fleisch bringt mehr wie Fisch, ne? Also sollte man mehr jagen. Ja. Ich tu mal einen Fisch rein. Toll! Habe ich gerade einen Fisch reingelegt? Geht's Feuer aus? Ja, du hast wenigstens noch Glück gehabt. Bei mir ist das Lagerfeuer zusammengefallen und habe ich gar nichts mehr gehabt. Das ganze Fleisch, was drin war, ist einfach hinfnitter gewesen. Alter, ja. Seit wann kann man ein Beet so lang machen? Naja. Irgendwie sowas oder möchtest du lieber hintereinander haben? Nee, das ist ganz gut so. Gut, wir dann holen wir einfach jetzt mal. Wagen mit? Ja, da steht er. Ach, da. So, Nummer 1 ist fertig. Aber ich habe leider. Ich habe Samen. Oh, Lur? Lol? Axt her! Lol. Achso, okay. Ach, du hast auch schon deinen Bogen, sehr gut. Ja, habe ich schon gekraft, hart. War mir jetzt sehr wichtig. Noch so, gleich mal hinhängen. Gleich eine Trophäe. Brauchst du eine Trophäe? Ist cool. Hier. Nimm ihn. Ah, oh. Alter. Du weißt schon, dass du mir Schaden zugefügt hast und nein, du weißt, dass ich fast kein Leben mehr habe. Ich wollte ihn eigentlich werfen, aber. Ich konnte nicht werfen. Genau, ein Baumstamm fehlt uns jetzt. Ach. Ah, Essen. Nam, 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 nam. Genau, gut, ich muss sagen. Obwohl, doch. Ist das hier das Kräuterbeet oder das Bärenbeet? Das ist doch komplett irrelevant. Gut, ich tue einfach hier mal Bären. Hast du blaue Bären? Ich habe irgendwelche Beeren gehabt, ich weiß zwar jetzt nicht, welche Beeren ich da gepflanzt habe, aber. Ich habe auch irgendwelche Samen, aber ich kann es nicht erkennen, oder beziehungsweise. Da steht zweimal, aber ich glaube nicht, dass das die blauen Beeren sind. Au. Weißt du, erst sagt er, kannst du mich nicht schlagen, da verliere ich Leben und ich spiele auf Hardcore und dann zack, schlägt er mich. Ich wollte eigentlich gerade einen Vogel in der Luft erwischen. Ja, genau. Weißt du, immer diese Ausreden, merkt ihr das? Immer diese Nein! Ausreden. Meine Zuschauer haben ja gesehen, dass ich versucht habe, den Vogel zu erwischen. Du kannst dann auch gerne nochmal die Folge anschauen. Ja? Oh mein, du wirst es nicht glauben, aber der Timer sagt schon wieder, es ist vorbei. das glaube ich dir jetzt einfach echt nicht. Also spielen wir mal einfach weiter. Doch, die 16 Minuten sind schon vorbei. Ja, 16 Minuten. Also bitte. 16 Minuten. Ja, es hat ja gedauert, bis ich den Timer angemacht habe. Ist ja auch noch stimmt. Oh, ja, was. Das hast du jetzt nicht gesehen? Nee. What the fuck? Alles klar. Entschuldigung. Ich kenne mich nicht mehr aus. Ich bin neu hier. Wo? Irgendwo müsste sind doch hier bestimmt noch. Ach da! Da, hier, ja. Zack. Eins, zack. Zwei. Okay. So. Ja. Nice, gut, dann mache ich hier unten mal ein paar Kräuterchen. Zack, 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 zack. Genau, jetzt habe ich eigentlich keine Samen mehr. Jetzt habe ich eigentlich alles angepflanzt. Da ist noch was. Die will ich nicht essen. Genau, das für Baumharz. Wir sollten mal einen Baum auserwählen, den wir dann auch stehen lassen.
Irgendwer Baum hat es dran. Baumharz, und es gibt ja auch Vogelhäuslein für Fehler genau. Wahrscheinlich, wegen Pfeile und so. Und so. Muss ich nur noch kurz irgendwie das finden. Woanders. Aloe Vera wird wieder so selten sein, glaube ich. Ah ja, das kann sein. Okay. Ah, wir sollten mal wieder mal Hasenfallen uns machen. Aber nicht mehr so betrieben wie in der letzten Staffel hat er nichts gebracht, ne? Ey, wir haben glaube ich so 10 ja, aber vielleicht ist das aufgestellt. Ja, gut, ist ein bisschen übertrieben. Ja, aber wir hatten schon viele, ey. Das hat so lange gedauert. Das braucht ja so viele Sticks und dann jedes Mal diese Scheiße abklappern und meistens waren die zu und leer. Oder die waren zu oder ein anderes Scheißdreck war drin. Oder die waren einfach gar nicht zu. Ich will den Baum. Oh ne, den habe ich gerade gefällt. Ach so, da braucht man einen Topf dafür. Oh mein fucking Gott. Aha. Aha. Oder möchtest du einfach die zwei Bäume nehmen? Rechts Harz, links Vogel. Welche? Achso, ja. Die zwei hier. Können wir auch machen, ja. Die da so mitten drin stehen. Wie viele Baumstämme passen da jetzt mittlerweile in so einen Wagen rein? I have no fucking idea. So, und zwar folgendes, ich klatsch mal, sollen wir mal ein Dach bei unserem Lager machen, ja? So. Ich tue da mal meine Sticks rein, weil ich immer ein paar Sticks ablege, damit ich immer wieder neue sammeln kann. Brauchen wir, ja doch, wir brauchen schon Dächer, oder? Weil die springen ja auch irgendwann mal, oder? Ach so, meinst du jetzt beim Lagerhaus was? Ja, beim Lagerhaus. Oder nur einfach nur, also muss ja nicht so ein richtiges Dach sein, sondern einfach nur so eine, also oben zu machen halt. Lagerhaus muss ja nicht so schön ausschauen, oder? Nee. Also das Vogelhaus ist fertig, für Harzsammler bräuchten wir halt nochmal einen Topf. Da müsste ich dann halt auch wissen, wo ein Topf ist, bevor ich werden mal so eine Expansion-Tour machen oder so. Expansion, du. Was glaube ich für eine Expansion, Scheiße? Okay. Was glaube ich für eine Scheiße? Ja, große Scheiße. Und das muss ich mal fast jeden Tag anhören, Leute. Ja. Expeditionstour wollte ich eigentlich sagen. ja, und da werden wir mal ein bisschen sammeln auch, aber das müssen wir halt irgendwie schauen, damit wir irgendwie überleben. Ich weiß schon, das geht jetzt schon 4 Folgen, fast 5 Folgen jetzt fast schon. Vor allem jetzt. Moment. Blöd noch, dass ich mein Zeug verloren habe. Moment, seit wann gibt es eine Armbrust? Das weiß ich auch nicht. Ich habe in meinem Inventar 3 Armbrustbolzen. Habe ich auch. Wo habe ich die her? Die waren auf dem Schiff, weil ich die jetzt auch habe. Ja, aber wieso habe ich die denn? Ja, wahrscheinlich. Die hast du wahrscheinlich auch schon die ganze Zeit. Ist mir irgendwie nicht so richtig aufgefallen. Ja, weil die oben so versteckt sind. Leute, wenn ihr seht, was ich meine, die sind hier oben. Da. Die liegen ja nicht mal auf diesem schönen blauen Tuch. Apropos. Warte, oh, ich hab doch noch so Aloe Vera und sowas. Wieso kann ich immer das noch hier nicht drauf pflanzen? Nein, wie passend. Heftig. Ich habe folgendes. Und zwar... Aber was mich ein bisschen nervt bei dem Garten ist, dass einfach das Gras da durchwächst. Ja, das ist ein bisschen blöd. Es sieht halt nicht so schön aus, finde ich. Ja, das ist echt ein bisschen... Warte. Das sieht zu klein aus. Was wollen wir die ziehen? Das hier, oder? Das hier, ja. Ich weiß es einfach nicht, aber ich tue da mal was reinpflanzen. So. Genau, und aber... Folgendes Unterkünfte, nein, Überleben. Und zwar, schauen Sie her. Ich tue das da jetzt mal einfach mal willkürlich, und zwar. Ich muss mir das nochmal mit den Shortcuts anschauen. Mal ganz I drücken, wie das wieder auswählen. Passt das für dich? Komm mal her, komm mal uns an unser Lager. Moment, ich muss mir kurz das Wasser holen. Oh, blaue Bären. Komm an unser Lager. Geile Scheiße. Was? Fuck. Ja, da war ein Reh und ich
bin jetzt direkt vor der davor gestanden. Achso, ich dachte, wir werden angegriffen oder sowas. Reh, bleib stehen, bleib stehen. Ich werde angegriffen. Lol, ich hab's echt getroffen. Ich dachte, ich. Geil. Ja, dann nimm das Reh mit und komm mal in unser Lager, weil erstmal werden ich. Es sind eingeborene, zumindest einer. Mehr habe ich noch nicht gesehen. Ich laufe mal ein bisschen weg. So, und ich brauche jetzt dieses blöde Wasser wieder. Wo ist er denn? So, hier oben hat es ja gut funktioniert. Ah! Der Wasserstein, mit dem Wasserstein funktioniert es ganz gut. Oder Wasserfelsen? Na, Wasserfelsen jetzt. Oh, ich habe ihn getroffen, jawohl. Nein! Jetzt habe ich daneben geschossen. Oh, wieder Blaubeeren. Sehr schön. Nee, unsere Position ist echt ganz cool. Da ist gleich das Wasser, da sind auch überall blaue Sträucherbärchen und so. Ah, ist perfekt. Stimmt, ich muss mir unbedingt Medizin machen, weil ich habe fast kein Leben mehr. Bist du alleine? Freut mich. Sag mal, wie hältst du aus, Mann? Viel hält aus. Ich habe schon mit dem Bogen auf den geschossen, ne? Auch noch. Jetzt aber. Was ist denn mit dem? Ich block ab, du musst ihn mal killen hier. Ja, ich weiß nicht. Ach, danke schön. Ah, fuck. Jetzt. Warte, ich mach an. So, und. Ich hab grad ein Fleisch reingetan. Ja, schmeckt ein bisschen menschlich dann, das Fleisch. Ah, genau, hier, schau mal. Ist das für dich okay? Moment, warte es jetzt. Max. Nee, das war eine Energiemischung. Ich möchte doch keine Energiemischung haben. Skull. Ja. Ist das die maximale Effizienz von... Ach so. ...dem Regen? Moment. Okay, was ist los? Da, schau her. Findest du das so, okay? Ja. Ja? Das ist gut, ja. Okay. Ja, eigentlich, ich hätte gern fünf davon. Ach so, oh, ich dachte jetzt mal, du hättest immer meinen Blick sehen sollen. Weißt du, ist die Stelle okay? Ja, ich fange an zu bauen, klack, 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 klack. Ja, obwohl eigentlich... Junge, oh, unser Lagerfeuer ist weg. Wir könnten eigentlich mal ein festes bauen, oder? Was meinst du? Ach so, ja, stimmt eigentlich, ja. Ich könnte eigentlich mal unser Fisch... Oh, falsche Taste. Unser Fisch könnte ich eigentlich mal aufhängen, oder? Zack. So. So, langsam bin ich zufrieden. Und wir müssen die Folge beenden. Ja. Finde ich einen Pfeil wieder? Ne? Ich habe hier einen Pfeil hingeschossen, aber ich finde das nicht mehr. Gut. Ich dachte, was fehlt dir denn das? Ich hasse es. Danke fürs Zuschauen. Sorry, dass mein Inventar gerade leer war und ich das alles nochmal neu einrichten musste. Aber so ist das Leben. Ja, echt. Man kann nicht alles haben. Und ich denke, in der nächsten Folge geht es eigentlich dann schon wieder gut weiter. Glaube ich auch. Weil jetzt haben wir endlich mal diese Schildkröte. Und jetzt können wir auch dann mal anfangen, ein bisschen zu bauen. Die Schildkröte ist so wichtig. Das ist echt gut, dass ich ja da eine jetzt gefunden habe. Und nee, es war eigentlich perfekt, dass du jetzt nochmal suchen musstest. Ja, stimmt eigentlich. Das war jetzt richtig hilfreich. Feder! So, okay. So, jetzt kann ich. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sieht man sich hoffentlich auch wieder bei der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.